Süße Damen lassen sich Unternehmertum schmecken. Pepper, Erfolgstrainerin Barbara Graber und Unternehmensberaterin Anna Sommer kennen die richtigen Zutaten für den Geschäftserfolg. Wir haben 6 Erfolgszutaten oder Erfolgsfaktoren definiert, von Klarheit angefangen über Rahmen, Partner bis hin zu Perspektiven. Und ich glaube, mit diesen Zutaten kann man schon ganz viel Würze ins eigene Unternehmerleben bringen. Wenn wir beginnen bei der Klarheit, Klarheit im betrieblichen Berichtswesen, geht weiter über den Rahmen. Ein geordneter Rahmen im rechtlichen Bereich, im Gewerberecht, bei den Steuern. Natürlich gibt es jede Menge schmackhafte Rezepte und alle Unternehmer haben da ihre Lieblingszutaten. Engagement ist wichtig, Ehrgeiz, der Wille zum Erfolg. Freude, Engagement, Leidenschaft und immer wieder Frische. Nicht jedes gelungene Gericht braucht aber dieselbe Zubereitungszeit. Es gibt manches sehr Schmackhaftes, das in einer Viertelstunde zubereitet ist und manches Menü braucht ein bisschen länger. Wobei ich denke, jede Unternehmerin sollte sich darauf einstellen, mit ihrem Unternehmen doch ein eher mehrgängiges Menü zu planen und genug Zeit dafür mitzubringen. Ich glaube, das hängt ganz davon ab, was man kochen möchte. Darüber sollte man sich aber vor allem im Vorhinein klar sein. Ja? Und ich glaube, so wie im Unternehmertum auch einen guten Plan aufstellen, um dementsprechend die Zutaten einmal besorgen zu können, alles bei der Hand zu haben, um dann dementsprechend arbeiten zu können. Viele Köche verderben den Brei, besagt ein Sprichwort. Hat es damit auch in der Wirtschaft etwas auf sich? Ich arbeite sehr viel mit Ein-Personen-Unternehmen, die, um Reichweite zu erlangen, sich vernetzen müssen. Das heißt, hier kochen viele Köche, aber es gibt eine eindeutige Struktur, damit daraus gutes und gesundes Essen wird. Naja, es gibt immer welche, die einem ab und zu einmal den Brei verderben. Ich glaube trotzdem, dass Teamarbeit und Kooperation und Netzwerkkompetenz immer wichtiger wird. Also ich arbeite gern mit vielen Köchen zusammen. Das macht das Menü auch gleich bunter. So schmeckt Unternehmertum, gibt es als Roadshow in allen Kärntner Bezirkshauptstädten. Dieser Abend macht jedenfalls Appetit auf mehr. So schmeckt Unternehmertum, scharf und würzig.